Zack. Ah ja, der Kran bleibt sogar stehen. Naja, jetzt wegen dem bisschen, weißt du, den großen schicken halt. Ah, Schwachsinn. Naja, da ist er ja schon. Naja, hier sind wir aber mit genug Bitumen wieder unterwegs. Treibstoff haben wir genug, Bitumen haben wir auch. Passt. Dann ist das wieder in Ordnung. Na, der macht gerade voll Mist. Ah, hier hatten wir ein paar Bäume zwischendrin mal gepflanzt. Ja, sieht doch ganz gut aus. Das macht die Gesundheit 4% Umwelt. Ah, wir hatten doch eine. Ah, wir hatten doch so eine Wetterstation, sage ich schon. Wollte ich schon sagen hier. Umweltverschmutzung. Glaskraftwerk, heftigst. Ah, die Windrichtung ist scheinbar Richtung Süden. Oh, das ist nicht gut. So, und wo haben wir hier eine hingebaut gehabt? Ich weiß, dass wir eine gebaut haben, aber wohin? Oder haben wir keine gebaut? Ne, ich glaube, wir haben doch keine gebaut. Oh, Mist. Gut, dann sollten wir doch mal vielleicht noch eine bauen. Ich habe doch hier irgendwo eine reingequetscht bekommen. Hier. Ja, es geht. Hier, wo halt viel Wald ist und so. Und Natur, das passt, okay. So, ich würde mal noch so ein, zwei Wohnblöcke planen wollen. Ah, das sind die hier. was sagt denn die Heizung dazu? Ach, die hat noch ein bisschen Kapazität, das ist gut. 40 Stockwerke halt, Alter. Naja, ich würde den hier eigentlich gern bauen. Er braucht halt ein bisschen Stahl, aber das ist kein Problem für uns. Zack. Hier würde ich über die Mitte gerne raus. Und hier können wir sogar wirklich mit zwei raus. Das passt. Dum, dum, dum. Wunderbar. Dann haben sie da auch noch mal ein bisschen Beschäftigung bekommen. So, das Freilager wird schon langsam gebaut. Und die mechanische Fabrik. Oh, die sind hier sogar schon fertig. Krass. So, wir wollen hier nur mechanische Komponenten drin haben, dann. So. Könnte man eigentlich direkt schon umstellen jetzt. Ich glaube, das machen wir auch. Wir kaufen hier ein bisschen was ein. Bisschen 35.000, alles klar. Easy, kein Stress. Und sagen dann hier bitte aufhören, mechanische Komponenten zu verkaufen. So, warte mal, wie sieht denn das aus, wenn ich sage, okay, nee, das geht nicht, gut, oder? Aber ich kann die hier rüber anklicken, auch nicht schlecht. Mechanische Komponenten, bitte in Zukunft von hier holen. Hier bitte auch mechanische Komponenten in Zukunft von hier holen. Und ihr hier unten, bitte. Auch mechanische Komponenten von hier holen. Dankeschön. Passt. Läuft. Oh, Alter, der zieht hier den Förderer hoch. Junge, Junge, Junge. So, verlegen die hier schon Kabel fleißig. Jawohl. Sind sogar fast fertig. Der hat nur 17%. Achso, die Gebäude sind noch nicht fertig. Ja gut. So, wir sollten so langsam nochmal nach einer Heizung gucken.
Das heißt, wir brauchen hier halt einen kleinen Wärmetauscher. Hier brauchen wir einen und... Genau, hier unten bei der Feuerwehr. Ah, hier zeigt das an. Oben zeigt das nicht an. Dann lassen wir das mal. Vielleicht haben wir eine Feuerwache gebaut ohne Wärmetauscher. Ich glaube es zwar nicht, aber... Also, die keine Temperatur braucht, sozusagen. Wir bauen schon mal einen kleinen Wärmetauscher. Mehr brauchen wir hier auf keinen Fall. Also, das ist... Zack. Eine Feuerwehr, das reicht uns, ja. Und die Reichweite sind ja 500.000 Meter von dem Ding. Ach ja. Guck mal, hier ist es fast schon wieder voll, das ist gut. Oh, wir sind hier schon wieder fast kurz vor der Ernte. Und das Lager ist nicht mal ansatzweise leer. Ach, Mann. Boah, die Musik. Flo, hi. Das ist die beste Musik, die es gibt auf diesem Planeten, Alter. Opa, und es wird ab und zu ein bisschen geflüchtet. Das gefällt mir nicht. Was sagt denn eigentlich die Regierungsloyalität? Naja, knapp über 40%. Immerhin. Also wir haben ganz schön viele rote Sterne gebaut. Gut. Ja, die sind hier mittlerweile ziemlich voll. Was mich gern noch interessiert, ist Ungebildete. 1300. Wir könnten uns mal ein Rathaus zulegen. Ich habe einen Mod mit reingenommen als Rathaus. Aber der wird zu groß sein für hier. Und zwar das hier im Ministerium für Agriculture. Das ist halt ein Riesengebäude. Da können 200 Leute arbeiten. Alter! Besucher. Lass mich raten, hat was Touristisches auch noch, hä? Süß. Oh, die wäre doch... Oh, guck mal, wie, oh, wie schnucklig. Sieht aber gut aus. Die würde hier in den Stadtkern halt ganz geil noch mit reinpassen. Irgendwo vielleicht mal. Mies. Grüß dich. Och, ich mag die Musik. Gut, das Stück jetzt eben, das ist ein bisschen futuristischer angehaucht, würde ich sagen. Aber es gibt einige Stücke, die schon sehr schön osteuropäisch klingen, nenne ich es mal. Um nicht sogar zu sagen westasiatisch. Achso. Russisch, einfach russisch. So. So, wird hier jetzt mal die Stromleitung gebaut, oder? Nee. Hä? Habe ich die hier nicht angeschlossen? Doch. Das ist komisch. Weil hier hat es ja funktioniert. Achso, die ist hier von... Aber hier hat es ja auch funktioniert mit der Untergrundleitung, oder? Ah, nee, es funktioniert... Ah, das geht auch nicht, okay. Na gut, müssen wir es halt selbst bauen. Solange der Weitertransfer funktioniert, ist alles in Ordnung. Das funktioniert wirklich nicht. Du willst mich doch verarschen, oder? Liegt vielleicht auch daran, dass ich generell Hintergrundmusik beim Zocken nicht mache. Ja gut, das kann natürlich auch sein. So, jetzt dürfen wir das hier alles wieder abreißen. La la la. Ich könnte ausrasten. Nee, ich brauche keinen Transformator. Mein Gott. So, das. Zack. Freigeben. Das heißt, wir können hier auch nochmal das alles zurückbauen. Das können wir zurückbauen und das auch, wenn ich es treffen würde. Ah.
Na toll. Zack. Neuer Fahrzeugtyp. Was ist denn das? Ein Kran? Hm, vielleicht. Ja, ist ja in Ordnung, mein Gott. Dann gehen wir hier mit der Mittelspannungsleitung in Groß rein. Und gehen jetzt hier in den Untergrund. Na, jetzt bleibt aber dieser Kasten immer stehen. Das hasse ich. Dann müssen wir das anders machen. Und zwar... Zack. Dann gehen wir hier wirklich bis hier zurück. Und dann darf da der Kasten auch stehen bleiben. Dann sieht das nicht ganz so schlimm aus, finde ich. Klar, ein Stromkasten mitten in der Pampa. Naja. Muss man auch mögen, aber... Passiert. Das ist halt der Nachteil bei diesen Mods immer. Du weißt halt nie, ob sie so funktionieren, wie sie sollen. Gut. Ah, die Feuerwache ist ja schon fertig. Cool, die brauchen keine Heizung. Na dann, gib ihm. 13. Doch, ich... Alarm. Alarm, schlechter Witz. Alarm. Sowas fehlt mir, so ein Alarm, so. Nee, vielleicht kein, keine Alarmsirene, aber so ein schlechter Witz. Alarm. Emotional Damage. Ja, schlechter Witz war mein Zeichen, ja. Ich merk's. So, was haben wir hier für eine Reichweite? Ach geil, wir decken hier das gesamte Gebiet mit ab, das ist gut. Ich hoffe, dass die Feuerwehr bis hierher auch kommt. Wenn nicht, müssen wir hier wirklich noch eine Straße runterbauen. Gut, aber da die da oben das jetzt wirklich nicht brauchen, dann können wir hier ein kleines unterirdisches Heizrohr legen. Eine andere Infrastruktur steht im Weg. Ah, jetzt komme ich an dem Tunnel nicht vorbei, oder was? Du willst mich doch verarschen, oder? Komme ich so drunter durch? Ah ja, ich komme drunter durch. Gut. Er taucht nicht zufällig unterwegs auf. Nee. Gut. Sieht gut aus. Alles klar. Alles klärchen, Popärchen. So, und die können hier auch direkt anfangen. Das ist nämlich einiges an Arbeit. Hier liegt ein großes rotes Hochspannungskabel. Der funktioniert. Gut. Easy. Ah, Kohlespeicher ist wieder voll. Gott sei Dank. Ah. Oh, die sind hier ja schon fertig. Stahl. Maximum auf Stahl. So. Dann können wir nämlich hier auch einstellen. Stahl. Alter, wenn das Minimum 148 Tonnen ist. Junge, Junge, Junge. Ach, nee, dann lassen wir das. Ich wollte nämlich jetzt auch wieder direkt schon umstellen, aber dann, nee, wir lassen das. Oh Mann, ey. Ach, hier kommen sie wieder nicht ran. Brauchen wir wieder eine Straßenverbindung dann. Da wollte ich hin. Ich baue jetzt einfach mal hier rüber, nur zum, dass die das einfach bauen können. Darum geht's ja nur. Gut. Der wartet hier auf Asphaltierung. Ist auch schon ein Bus unterwegs. Ah, ist gerade in der Stadt losgefahren. Wir haben immer noch 180 Leute hier, 3% Arbeitslose und ganz schön viele, die nicht zur Uni gehen können. Ja, wahrscheinlich halt wegen der Loyalität. Wir haben wieder mehr Leute mit Uni-Bildung als Grundgebildete. Läuft bei uns. Ach, hier werden ja auch noch die Gebäude gebaut. Schon wieder ganz vergessen, dass hier ja auch Arbeit ist. Komm, ich gehe hier hoch, weil dann geht die Arbeitslosigkeit erstmal runter. Zack.
Ja, hier könnten wir auch noch ein paar Fahrzeuge mit reinsetzen. Das haben wir zum Beispiel hier noch nicht drin. Ah, das gibt es auch erst seit 1961. Und hier gibt es noch einen W50. Seit 62. Nehmen wir den noch. So, können 72 Leute arbeiten. Riesengroße Feuerwehr. Ich will nicht den Truck. Ich will gucken, bis wohin ihr kommt. Ach krass, die decken den gesamten Bereich da oben auch noch ab. Oh, cool. Alter, die kommen echt weit. Die kommen echt weit. Gut, dass die Felder nicht anfangen können zu brennen, Alter. Dann hätten wir nämlich... Alter, die sind schon am Dreschen. Alter. Cool. Das heißt, die decken sogar bis hier... Die decken wahrscheinlich das alles noch mit ab. Das heißt, wir hätten die Feuerwehr hier oben gar nicht gebraucht. Nur die hier oben ist wichtig. Gut, und das hier zwischendrin ist halt natürlich gut, wenn das auch irgendwie abgedeckt wird. Ja, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Auch wenn potenziell immer zu wenig Feuerwehrautos hingeschickt werden. Alter. Habe ich überhaupt die größten LKWs genommen? Die Kratz. Es kratzt. Aha. Ja, ich habe die Kratz drin. Die sind zwar nicht so schnell, aber auf die Entfernung reicht's. Klar, ist natürlich dann Schwachsinn, so riesen Straßen zu bauen, sozusagen. Aber egal. Ob das funktioniert. Ah, hier haben sie eine Platte draufgelegt zum Abdecken. Gut. Sieht doch gut aus. Wie läuft's hier? Oh, schon wieder leer. Ups. Geh ins Depot. Und warte dort und schäm dich. So. Tankstelle haben wir ja noch hier oben eine. Bei die mal könnten wir eigentlich halt hier runtersetzen. Aber hier unten ist halt auch eine. Guck mal, Alter. Warum so viel? Warum so viel Kies? Junge. Ja. Junge, ey. Na, geldtechnisch geht's gerade so. Die Feuerwache wird auch fleißig gebaut. Oder sie fangen gerade an, sagen wir es mal so. Die bringen die Materialien. Ja, wenn das hier schon fertig wäre, dann könnten wir halt schon mal anfangen. Hier oben. Ah, eine Bushaltestelle fehlt mir noch, stimmt. Gibt es die XS nicht als One-Way? Mein Gott. Drive-Thru. Ich hatte doch auch irgendwo mal eine Tiny Bus Station. Hä? Lol. Ach, cool. Sehr geil. Auch nett. Nett so. Ah, oh, auch nett sowas. Das Ding kann sogar speichern? Cool. Ich wollte aber eigentlich die Tiny Bus Station. Ah! Habe ich die nicht mehr? Schade. Ah, das ist ein Bahnhof. Komisch. Ach, da ist er doch. Bus Stop Tiny. Mein Gott. Ich brauche halt so gut auch wie kein Material. Ne, einen Gehweg brauchen wir keinen. Guck mal, da stehen die Fahrzeuge sogar halb draußen, ey. Ich meine, sind die Tore offen? Na, die Drehleiter ist von der Höhe her ist knapp. Kommen fleißig die Leute wieder an. Ja, so ist es halt. Haben wir mittlerweile neue Gondeln? Nee. Nee. Passagier? Nee. So, ja. So, hier, guck mal, hier wird schon das Rohr gebaut. Das Rohr, und was bauen die hier nebendran? Noch das Kabel, hä? Nee, Heizungsrohr. Hier ist ein Heizungsrohr und... Nochmal Heizungsrohr. Achso,
Ah, die haben von zwei Seiten angefangen. Die eine ist von hier unten. So, aber ich bin raus für heute. Alles klar, Mike. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein, wie immer. Gute Nacht. Den Rest kannst du ja auf YouTube dann so in 2 Wochen dir angucken. Ach ja. Okay, dann könnte ich hier überhaupt was holen ohne Strom? Okay, hier ist was unterwegs. Bagger kommt. Ah, da kommt er gerade. Dem Moment, wo du nachguckst, kommt er. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Hau rein. Tschüssikowski. Neuer Schüttgutwaggon. Le Wagon. Ein Fuck. Das ist ein Schüttgut. Der Schüttgutwaggon. Fuck ist das. Ah, jetzt fangen sie auch endlich mal hier an, die Leitung zu bauen. Die könnten sie auch schon mal anfangen hier. Ah, es fehlen 6 Arbeiter sozusagen. Oder ein Arbeiter, der 6 Tage lang da ist. Ja, macht sogar fast voll. Ah, da ist er. Zack. Fertig. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, finde ich. Naja. Guck mal, August. Alter, die Felder sind nicht mal ansatzweise abgeerntet. Wollte sagen, und was hier bestimmt noch rumliegt. Aber noch haben wir Kapazität, ein bisschen. In beiden Kornspeichern sogar. Das ist gut. So, und die Felder hier hinten werden bestimmt nicht rechtzeitig fertig. Die 4. Die wurden einfach zu spät angesät. Wir brauchen deutlich schnellere Mähdrescher. Deutlich. Aber aktuell haben wir halt nichts. Den müssten wir auf dem Rückweg eigentlich abfangen und neue Waggons dran machen. Nee, nicht das Gebäude abreißen. Spinnst du? Den Zug will ich auch nicht komplett verkaufen. Neues Fahrzeug. Yes. Alter, Gefängnis ist schon gut gefüllt. Muss man ja sagen. Ah, er hat gerade einer Lebensmittel gebracht. Bam, da, da, da. So, Bushaltestelle. Noch nicht mal die Straße fertig. Aber warum der jetzt mit 2 Bussen kommt, verstehe ich zwar nicht. So, jetzt haben wir den noch. Wir bräuchten hier oben halt... Ah, Kies. Kies ist da. Okay, Kies ist da. Das könnten wir auch von Hand bauen. Naja. Oh ja, jetzt habe ich die Bushaltestelle genau da drauf gesetzt. Okay, das kostet ja echt nichts. Schon wieder eine Straftat, Alter, da arbeitet keiner. Wie soll da eine Straftat geschehen? Ja, unsere Polizeiware kommt halt nicht so weit. Die kommen ja nicht mal bis ins Kieswerk. Eigentlich müssten wir hier noch eine Polizeiware hinsetzen. Ne, eigentlich müssten wir hier oben noch eine Polizeiware hinsetzen. Gucken wir mal, weil die Feuerwehr kommt, gehe ich mal davon aus, so weit wie die Polizei geschätzt. Ja, kann man so sagen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken. Wegen den Förderern kommen die auch an die Förderer. Ah ja, okay. An die, die angeschlossen sind, sagen wir es mal so. Wir könnten uns natürlich noch mal versuchen, hier rumzuquälen. Nämlich die Dinger hier versucht zu bauen, aber... Ja, da komme ich nämlich nicht dran vorbei an den Dingern. Ey. Müsste ich erst geradeaus durchbauen. Wenn euch langweilig ist in diesem Spiel, dann könnt ihr sowas machen.
Alter. Komme ich hier nicht drunter durch? Doch. Nee, warum nicht? Ach, guck mal, das ist schon mal angeschlossen. Zack. Passt. Ob ich hier nicht drunter durchkomme? Verarsch mich nicht, Alter. Muss mal kurz das Snapping ausmachen. Geht doch. Halt er ewig. Ja, so langsam. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Gott. Dauert er ewig. Und dann sagen, wenn ich so mache, geht schneller. So. Und nochmal alles abreißen. Ah, es ist dunkel. Och komm. Ah, so kann man sich ein bisschen behelfen. Dem einfach ein bisschen trickst, also sozusagen die Straße in eine Verlängerung zieht oder so. Ich verstehe zwar nicht, wo er die ganze Zeit versucht zu snappen, aber naja. Alter Snapchatter hier. Nope. Verstehe es nicht. Na, so könnten wir es, so könnten wir es schaffen. Guck mal, wenn wir jetzt hier. So, zack. Oh. Puh. Also bis hierher haben wir es schon mal geschafft. Das hier oben wird nochmal eine andere Herausforderung. Ja, da komme ich nämlich nicht drunter. Na toll. Mach ich einfach einen Gehweg weg. Lass sie gucken, wie sie den bauen. Zack, zack. Läuft. Wäre ich schon mal hier angekommen. Oh, es wird schon wieder Herbst. Oh, Mann. Oh. Muss ja nicht schön aussehen. Ist ja nur ein Notfallweg. Rettungswege. Guck mal, jetzt haben wir da schon mal wieder alles erreicht. So, jetzt fehlen nur noch die zwei Dinger hier zwischendrin, ne? Hm. Das wird nochmal eine Herausforderung auf anderem Level, würde ich sagen. Mich würde es interessieren, ob ich hier hochkomme.
Ja. Ja, haha. Dann kann ich das so anschließen.